Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Ja, Kleinigkeit am Rande. Ich bin ja momentan ja so ein Netflix in Anführungszeichen Junkie geworden über die Zeit, wie ich nicht Let's Playen konnte. Und habe jetzt gerade auch vor kurzem wieder einen neuen Anime angefangen, der nennt sich, oder Animationsserie, denn die nennt sich Wakfu. Egal, ist wahrscheinlich eher für jüngeres Publikum tatsächlich anscheinend. Jedenfalls möchte ich mal eure Meinung wissen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass der Charakter, den man direkt in der ersten Folge kennenlernt, der Böse, ganz blöd gesagt, dass das Handsome Jacks Stimme ist. Also aus Borderlands. Also wenn ihr da eine genauere Info habt, wäre nett, wäre prima zu wissen. Und ich muss mal ganz kurz, Moment. Okay, ich bin nämlich momentan auch an WhatsApp aussortieren, weil ich habe auch ewig und drei Tage, wie es scheint, nicht mehr die ganzen Profile durchgeguckt, ob die überhaupt noch aktuell sind, mit denen ich schreibe. Und jetzt muss ich halt gucken, wer ist überhaupt noch aktuell wirklich befreundet mit mir. Also, wo kann ich wirklich noch sagen, hier, mit dem schreibe ich das häufiger. Na, jetzt ist draußen der auch noch verprügelt, ist auch noch ein Händler, ne? Aber ich bin gerade am herausfinden, halt einfach, ob sich das lohnt, noch weiter mit den Leuten zu schreiben, die ich quasi drinnen habe. Okay, der verkauft nichts, aber ist ein Händler weiter hier. Okay. Kann ja auch mal sein, ne? Okay. So, wir haben ja gesagt, Morgenroutine habe ich durch. Ach, ich traue mich irgendwie nicht. Das ist doch... Ich muss das aber machen, ich weiß. Also bevor jetzt jemand sagt, hier, du musst das aber tun. Ich kann es einfach nicht. Es ist halt hinter meiner, ganz blöd gesagt, hinter meiner Würde nicht, aber ich muss es ja machen. Das heißt, ich muss mir gleich meine Muldenform holen. Officer Lee aufsuchen. Ihn verkloppen leider. Dann die Muldenform füllen. Mit dem Schlüssel. Also zusammencraften. Dann ihn den Schlüssel wieder zurück in die Tasche packen und hoffen, dass ich nicht ins Gulag komme. Das heißt... Ach, das tut mir jetzt schon eigentlich weh. Okay. Die anderen Sachen habe ich auch schon parat. Es ist doch furchtbar, okay. Okay. Das heißt, ich muss natürlich auch offensichtlich am besten nicht in der Nähe eines Sounds abpassen, sondern am besten innerhalb Gebäude. Das ist auch noch ganz wichtig. Dafür müsste ich ihn erstmal finden. Da ist er. Bitte. Nein. Ah, Scheiben, da ist er. Ach, Mann, nicht. Nicht gut. Ringerei, ja. Wer sind denn leider? Okay. Ihr wisst gar nicht, wie es mir gerade rattert. So, jetzt muss ich herausfinden, wer den gelben Schlüssel hat. Und dann ist alles gut. Jetzt muss ich aber erstmal vor allen Dingen wieder abwarten. Okay. Okay, ich wurde nicht weggesperrt. Er hat seinen Schlüssel ja wieder immer noch in der Tasche, deswegen cool. Jetzt muss ich halt nur noch zusehen. Schlüssel 2 ist Nummer, O2 ist gelb. Und warum? Ja gut, dann da eben halt. Warum auch mal. Okay. Ja, komm, Stärke wieder hoch pushen. Und dann muss ich auch gleich auf Geschwindigkeit gehen. Und auf Intelligenz. Oh! Meine Güte, das ist... Warum mussten da denn jetzt auf einmal zwei kommen? Das war nicht fair. So. Genügend. Warte. Ja, genügend. Freizeit, komm.
Ich push alles durch jetzt gerade. Ich will erstmal zum nächsten Speicherpunkt. Ich mach nicht weiter vorher. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ich will nicht den wieder verlieren. Und ja, ich weiß, theoretisch habe ich noch nicht einen Schlüssel, sondern keinen Schlüssel. Ich habe nur die Form dafür. Aber ich muss zusehen, dass ich den zweiten noch kriege. Deswegen erstmal speichern, dann die Polizisten quasi niederschlagen. Eigentlich kann ich das so machen. Ich hole mir die Schlüssel immer. Nein, ich muss die Muldenform mitnehmen. Ich muss jeden einzelnen niederschlagen. Ach Gott, ich will das kotzen. Kotzen. Ich muss abwägen, wer hat was. Aber Lee hat definitiv den roten gehabt. Das habt ihr gesehen. Das heißt, Noah, ich tippe mal auf Noah hat den gelben. Ich tippe einfach mal drauf, dass Noah den gelben hat. Kommt am besten hin, finde ich auch. So. Okay, in die Legends will ich wieder pushen. Ich wollte mich ganz schön auf die Birne gehauen. Anscheinend, ich... Sorry, Officer Lee, das... Du musst es darunter leiden, dass das Spiel sagt, du hast den Schlüssel. Okay, es ist... Oh, mein Herz! Es ist nicht gut. Es rast. Okay, da ich da keine Antwort kriege aktuell, kann ich auch wieder verschieben. So. Aber wie gesagt, WhatsApp ist ja immer so eine Sache. Da sind die Leute auch nicht immer permanent aktiv, um sich zurückzumelden. Und deswegen konnte ich eine ganze Zeit lang nicht mehr zuordnen, wer ist denn noch aktiv, ist denn der Kontakt überhaupt noch relevant oder nicht. Kann nur sagen, ist natürlich auch dann irgendwo anstrengend. So, okay. Ja, passt. Geschwindigkeit. Das ist wiederum... Ach, ich will halt nicht... Ich will es jetzt nicht riskieren, dass ich das... Ich will erstmal speichern. Ganz einfach, ich will erstmal speichern. 2 Tage habe ich einmal pro Folge. Genau, ich muss ja gucken. Warte, ich muss gucken, ob ich überhaupt die Sachen habe. So. Ich hab sie, Leute. Förderkampf. Also eigentlich habe ich sogar für 3-mal. Es ist nicht gut. Sagen wir es einfach, wie es ist. Es ist einfach nicht gut. Okay. Ja nicht, dass beide nebeneinander sitzen. Okay. Wahrscheinlich könnte ich auch einen total verrückten Ausbruch machen, wenn ich mich ein bisschen mehr trauen würde. Dann breche ich mich durch die Wand, breche durch den Zaun und gehe einfach der Tür raus. Ne, in Wächteruniform. Das ginge auch theoretisch gesehen. Aber jetzt ist erstmal wichtiger, kein Aufsehen erregen, meinen ganzen Kack nachgehen, den ich nachgehen muss. Und es wurde leider keiner von den Pultlichen. Ich krieg doch eine Krise. Okay, und ich muss vielleicht irgendwas haben, damit ich schneller den besiegen kann. Vielleicht soll ich meine Hake einfach beim nächsten Mal als Waffe nehmen. Da habe ich irgendwie 29% schnelleres Angriff, denke ich mal. Also von der Stärke her. So, hier ist überall nichts. Was soll denn das? Ist das wieder der Scherz mit, wir machen nicht mal zum Gärtner, damit hier das Unkraut verschwindet und dann keins mehr da ist. So. Oben ist auch nochmal eins, weil ich noch eins brauche und das werde ich noch. Huch. Okay, Entschuldigung. Da war ich wieder ein bisschen zu voreilig. Okay. So, Arbeitspensum geschafft. So. Entweder ist es Officer Chase. Oder es ist Noah. Aber ich entscheide mich für Noah im nächsten Tag. Und kann hoffentlich da... Ja, Tobas. Ah, ich kann halt auch nicht in die reingucken. Das ist halt immer so die Problematik. Komm, ich mach den Gärtner weiter erstmal. Kann doch nicht sein, dass ich hier so lange überlege. Es ist halt... Ihr seht, ich bin halt nicht risikofreudig. Das ist halt einfach eine Angewohnheit, die ich habe. Ich bin so ein Mensch, ich bin extrem vorsichtig, was sowas anbetrifft. Gerade bei solchen Sachen... Und dann fange ich auch gerne mal an zu zittern. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ich gerade plane, Scheiße zu bauen oder denkt, okay, der baut doch gleich Scheiße, dann könnt ihr euch zu 100% versichern, wenn ich gerade irgendwie einen zitterigen Körper habe oder so schwer atme, so panisch, dann wisst ihr bei mir sofort Bescheid, okay,
der hat gerade Dreck anstecken, der will irgendwas Scheiße bauen. Ne? Das habe ich seit Kindheitstagen. Ich will einen Keks mitnehmen, ohne dass meine Eltern mitkriegen tun. Direkt dieses Zittern und Atmen. Ne? So, duschen, schlafen gehen, speichert sein. Cool, so, also folgendes hier, dass wir nochmal zurückzukommen zum eigentlich, was ich am Anfang gesagt habe. Genau, Animationsserie BZW Anime, in Anführungszeichen. Die Serie stammt ja, glaube ich, aus Italien, Frankreich, ne? Paris, ne? Um genau zu sein, glaube ich. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wakfu, erste Szene, der mit der Stimme von Jack kämpft gegen diesen feuerspuckenden Drachen-Mensch-Hybrid-Wesens-Gedehns. Und ja, wie gesagt, ich sage extra Jack, weil ich bin sehr hohe Wahrscheinlichkeit vom Kopf her denkend, dass das Jacks Stimme ist. Und da wollte ich auch nochmal sagen, warum ich das überhaupt jetzt gerade vermute. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich momentan echt am Überlegen bin. Ja, eine Tabelle mir anzulegen für Synchronsprecher von Videospielen. Ja, ich weiß, man kann es auch einfach machen, einfach gucken, welche Let's Player zum Beispiel Stimmen gemacht haben. Dann habe ich einen Großteil schon hinter mir. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um allgemein bekannte Stimmen, so wie auch die Synchronsprecher, die es im Original sind. Was natürlich schwierig wird, ich bin jetzt kein Experte, was das anbetrifft, ob es da irgendwie eine Datenbank wie deutsche Synchronsprechkartei gibt oder deutsche Sprachkartei. Ihr wisst, was ich meine. Weil da gibt es ein fettes Informationsblatt, wer welche Figur gesprochen hat, in welcher Serie und Film. Und da bin ich ganz ehrlich, ich wünschte mir einfach, dass es auch das in Videospielformat gäbe. Weil ich hatte schon so oft Gefühle, dass diese Person quasi die deutsche Sprechstimme von irgendjemandem, die Sprechstimme von dem Charakter im Spiel ist. Zum Beispiel, jetzt halten wir mal fest, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich denke an Kevin James, denke ich automatisch an Just Cause 2, an den Stimme von irgendeinem Offizier-Fußsoldaten, der dann schreit, er kann uns nicht entkommen. Haltet ihn auf. Und so ein Kram. Ja, ganz stumpfsinnig jetzt, aber er ist halt nicht vermerkt. Nirgends. Ob ich mich täusche oder nicht, sehe ich, wenn das Licht an. Nein, keine Ahnung. So. No. So, sorry, das war gerade irgendwie ausgeliefert. Ja, aber was ich meine ist einfach, wenn ihr da irgendwie Bescheid wisst, hier, du, ich kann dir genau sagen, das ist der Sprecher, das ist hundertprozentig der. Wäre echt cool. Ich habe auch das Problem, sag ich mal so ganz blöd, da ich mittlerweile so bin, da ich überall, egal welche Serie oder sonst was, ich kann es nicht abstellen mehr. Also, das liegt an meiner Freundin, meiner Frau besser gesagt, dass ich halt sage, okay, hey, sag mal, das ist doch die Stimme. Und dann bestätigt sie das, weil sie hat das auch, dass sie halt diese Stimmen erkennt. Sorry, wenn ich jetzt gerade sehr dicht am... Verdammt, ich hänge mit T-Shirt fest. Oh nein, auch nicht mit dem neuen T-Shirt. Och, bitte. Jetzt habe ich mich in zwei Tiefen gemacht. Ja. Also, ja. Kurz gesagt, was ich meinte, ist, ich sprechen lernen, Gottes Willen. So, was ich meinte war, dass meine Frau dasselbe hat wie ich, bitte wie umgekehrt, sie hat mich daraufhin angesteckt, und zwar Sprechstimmen zu erkennen. Okay, Moment, das ist mir so riskant, wie es jetzt steht. So. Okay, und zwar ist das folgendes Thema. Wir gucken ja sehr viel Anime, ich und meine Freundin, Frau, Gottes Willen, so lange zusammen und ich sage immer noch Freundin, das ist furchtbar. Ich und meine Frau gucken so viel Anime, Zeichentrickserien und so, die halt eine tiefere Message auch haben für Erwachsene. Also sowas wie Avatar sehen wir nicht als Kinderserie, sondern wirklich so mit einer Backstory für Erwachsene auch. Weil das sind viele Themen, die Kinder gar nicht kapieren tun, vielleicht. Was auch vielleicht ganz gut ist an manchen Stellen. Zum Beispiel, warum Aang so verlegen reagiert wegen Katara in der Höhle, beispielsweise. Das macht er nicht, weil er irgendwie an sich verlegen ist. Nein, das macht er, weil er denkt, okay, sie will, dass ich sie küsse. Also er ist quasi verschossen so oder so in Katara. Das sieht man ja über die ganze Serie. Komm, ich versuche einfach auf San Noah. Ach, toll. Da kann ich natürlich nicht versuchen, weil hier, Kid. Ein ganz schlauer. Okay. Alexander kann es auch noch sein.
Okay, ich muss gucken, dass ich eine Office-Haare rausnehme. Alexander. Hier ist keiner, ne? Nee. Ach komm schon. Officer Chase. Okay, wo geht er hin? Was hat er vor? Er hat vor, da wieder reinzugehen. Ich werde doch nicht. Ich werde doch nicht. Komm. Okay, Officer Chase. Ich muss ihn halt irgendwo abpassen, wo es nicht so offen ist. Deswegen. Oh, ja, komm schon. Das ist doch. Das ist zum Kotzen, wenn man gerade dabei ist, irgendwie. Nein, das war falsch. Okay. Irgendwie dabei ist, zu versuchen, gerade das nächste Kit fertig zu kriegen. Das ist halt immer so eine Sache, wo man denkt, okay, wie kriege ich das jetzt am gescheitesten hin? Okay, Geschwindigkeit ist auch wieder fast ganz oben. Stand da nur Tops. Okay, einen von den dreien muss ich sowieso gleich rausnehmen dann. Ich brauche halt den gelben Schlüssel. Im Fall der Fälle, dass ich halt nicht die Zelle offen habe, schrägstrich rauskomme. Okay. Das ist jetzt. Die sind wieder so gebündelt auf einer Position. Das ist nicht gut. Officer Lee hat ja den. Okay, ich muss halt riskieren. Das bringt halt nichts. Okay, hier ist keiner. Hier sind wir auch zu dicht am Zaun, theoretisch gesehen. Ich hätte theoretisch auch. Oh, Officer Chase. Kann ich ihn abpassen? Er hat den grünen, okay. Heißt, ich brauche ihn nicht. Chase brauche ich schon mal nicht. Das ist schon mal safe. Gut. Chase ist raus. Dann ist jetzt Noah, Alexander oder Tobias. Tobias. Keine Ahnung. Tobias. Ja, komm. 18. Obwohl Noah ist gerade hier so praktisch. Okay. Er hat den Service-Schlüssel. Das ist das. Okay, dann fällt Noah auch raus. Noah und Chase sind raus. Alexander, Tobis und noch irgendeinen, den ich vergessen haben sollte. Okay, dann versuche ich jetzt erstmal noch herauszufinden. Intelligenz. Chase und Noah sind raus. Sind also nur noch Alexander. Tobias und. Das war's eigentlich, glaube ich, ne? Mehr sind es eigentlich gar nicht. Okay, und ihr seht, es ist zwar ein Risiko, gegen die zu kämpfen, ja. Aber anscheinend kriegt man es auch relativ wieder. Oh, bitte, bitte sag, dass ich reinkomme. Oh, Frühstück. Er hat den. Er hat den Lilan, er hat den Eingangsschlüssel. Moment, den. Eingangsschlüssel? Brauche ich den auch? Eingangsschlüssel. Entrace Key. Okay, wenn es nicht hinhaut, ich speichere nochmal nachher. Ich merke mir, Tobias hat den Eingangsschlüssel. Wenn das als Information mir nicht reicht, dann okay, dann ist in Ordnung, aber. Okay, 50 instead. Warum habe ich 50? Egal. Ich muss mir ganz kurz wieder abkühlen. So, die Intelligenz ist wieder hoch, Stärke, Geschick, Geschwindigkeit. Okay, Tobias ist auch raus. Also Alexander hat den gelben. So, was ist jetzt? Stärke angesagt. Ja. Okay, er ist immer noch sauer auf mich. Er ist immer noch sauer auf mich. Autsch. Sorry. Das war jetzt einfach irgendwie zu hoch. Ich wollte sagen, hihi. Und dann bin ich irgendwie weggerutscht. Stimmt. Okay. Wenn die mich dadurch vergessen, wäre es ja ganz nett. Ah nein, er vergisst mich natürlich nicht. Ich muss Ringerei mit ihm spielen. 35. 34. Ich habe mich halt auch da nicht hinsetzen so lange. Vergesst doch deinen Hass auf mich. Ringerei, ja. Wer mich fängt, der. Boah, dann schreit er. Ich darf halt auch nicht an den Kanten hängen bleiben. Er kann ruhig an den Kanten hängen bleiben. Job Gärtner. Hat er mich jetzt. Nein, er hat mich immer noch in Verfolgung. Wie soll ich jetzt meinen Job machen? Okay, hier ist nichts. Okay, der war echt sauer auf mich. Gut. Okay, aber ich sehe auch kein Lila. Also der Weiße muss ja offen sein, hieß es ja. Okay, hallo? Noah? Okay, der ist nicht sauer auf mich. So. Aber Noah fällt ja raus, wie gesagt.
Ich will jetzt auch nicht. Ich will jetzt wirklich nicht 5 Schlüsse machen müssen. Kurzerhand, das wäre zu viel. Was ich halt nicht vergessen darf, die Schlüssel muss man einsetzen, wortwörtlich. Okay, Tobias hat sich beruhigt. Er will mich jetzt nicht mehr tot sehen. Gottes Willen. Okay. Dann ist ja nur Alexander. So, und wenn der es nicht ist, dann muss ich halt wirklich draußen bleiben und einfach sagen, okay, so sieht's aus, ich muss halt nur mit dem roten Schlüssel raus. Fertig. Das heißt, nach dem nächsten Nächtigen muss ich mit dem roten Schlüssel... Also, ja, quasi in der nächsten Folge werde ich dann versuchen, den Ausbruch. Quasi. Das heißt, eigentlich kann ich dann, wenn ich geschlafen habe... Ey, ich muss dann noch Alexander... Ich muss jetzt noch Alexander prüfen. Sorry, aber das bringt halt nichts. Das muss ich jetzt noch machen. Tobias. Chase. Noah habe ich schon. Noel. Ja. Alexander da. Sorry, aber das ist also der letzte, den ich jetzt noch überprüfen muss. Gezwungenermaßen. Muss ich halt gucken. Es kommt auch noch Lee mit. Lee will natürlich hier durch die Tür raus. Hier ist er sowieso für dich an. Nein, als ob der mit rausgegangen ist. Du willst mich doch... Okay, kommt er bitte oben wieder rein. Das ist sowas von nicht wahr. Jetzt konnte ich ihn gar nicht überprüfen. Ah, das ist halt zum Kotzen. Das ist halt zum Kotzen, weil ich nicht immer noch nicht weiß, ob er es ist. Hat sich Rodney da aufgehangen? Das wäre natürlich okay, weil ich dann sage, okay, ist halt so. Nur Alexander. Der hat sich hier drauf gegangen, oder? Ja, hat sich gerade ein bisschen aufgegangen. Die Routine. Nehme ich noch mit. Ja, cool. Jetzt habe ich gerade das Crafting gekriegt. Und dann nur. Ja, okay, jetzt bleiben nur noch Alexander übrig. Das heißt, er müsste theoretisch gesehen den haben. Das heißt, nächste Folge, erster Ausbruchsversuch. Deswegen schlafe ich jetzt erstmal. Und wenn es dann zur nächsten Nachtruhe geht, kralle ich mir meinen Stuff, fertige den Schlüssel an und lade als Polizist in der Nacht hier herum. Das heißt, ich ziehe mich in der Dusche um, glaube ich, am besten. Okay, wie mache ich das? Warte mal. Kurz bevor, genau, wenn der Abendappell ist, werfe ich meine Kleidung weg, in meine Toilette, gehe dann und hole die Sachen vorher. Mal gucken, wie lange das braucht. Okay, also sobald alle in ihren Zellen sind. Okay, das heißt, heute mal der früher Schluss mit der Folge. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sass. Haut rein und ciao.